Ja, moin. Überlegst du, ob du studieren sollst und denkst, Mensch, so ein Spitzenwetter und ich habe gar keine Lust, zu Hause irgendwie am Rechner zu sitzen und die machen doch alle sowieso nur digitale Lehre. Nächstes Semester, wir wollen wieder in Präsenz gehen, hier an der Uni Wittenherdecke, wollen unter Sicherheits- und Schutzmaßnahmen natürlich und verantwortungsvoll uns wieder miteinander auseinandersetzen können. Wir arbeiten jetzt die ganzen Semesterferien an guten Hygieneplänen, hoffen, dass die Entwicklung weiterhin so positiv verläuft, sodass wir das Wintersemester wieder alle miteinander studieren können. Also deshalb ist eine gute Idee, hier zu studieren. Das letzte Semester haben wir natürlich wie alle anderen auch digital gemacht. Das Feedback unserer Studierenden war eigentlich ganz gut. Wir haben viel synchron machen können, wir haben viel in kleinen Gruppen gemacht, wir haben uns viel Mühe gegeben, es trotzdem interaktiv hinzukriegen. Und trotzdem freuen wir uns darauf, wenn wir alle wieder gemeinsam hier an der Uni in Witten miteinander Seminare machen können, diskutieren können und uns wirklich richtig mit dem Thema auseinandersetzen können. Bis zum 31.07. habt ihr noch die Chance, euch hier zu bewerben für unsere Studiengänge an der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft und für Ethik und Organisation für den Masterstudiengang. Wir würden uns unheimlich freuen, wenn ihr euch für uns entscheidet, hier in der Mitte des Ruhrgebiets, wo alles mal angefangen hat im Ruhrgebiet, hier in Witten zu studieren. Mit einer ganz besonderen Art von Didaktik, die nämlich darauf aufgebaut ist, dass wir miteinander lernen, dass wir nicht irgendwie versuchen, euch von oben herab was beizubringen, sondern uns gemeinsam den Themen zu widmen, ganz praxisnah und trotzdem auf einem sehr wissenschaftlichen Theoriegebäude. Geht nochmal in euch, schaut nochmal auf der Webseite vorbei und wir freuen uns, wenn wir euch im Winter hier in Witten begrüßen dürfen.